Da kommt Fikus. Boah, das gibt ein geiles Foto hier. Einen wunderschönen guten Nachmittag, muss ich dann sagen. Herzlich willkommen hier zu GLP 6. Ihr seht, hinter mir sind schon die Fahrzeuge, die bereit sind hier zur Abnahme. Boah, die Sonne knallt ganz gut. Also wir haben herrliches Eifelwetter hier. Und damit herzlich willkommen zum, wie gesagt, sechsten Lauf hier. Ein ganz besonderer Lauf hier an der Graf-Ulrich-Halle am Nürburgring. Wir fahren diesmal nicht nur Nordschleife, sondern wir fahren die VLN oder NLS Streckenvariante, sprich Kurzanbindung des Grand Prix Kurses und Nordschleife dazu. Ja. Nicht-Profi mit einem Werksfahrer ansatzweise nicht starten kann. Das hat er wirklich zwei Runden lang mehr am Start gewesen. Und jetzt hat dieses Duell. Ein bisschen mehr Schwung rauskommt. Feierabend hier für die 914. Das ist der zweite KTM, der heute ausgefallen ist. Hatte Überhitzungsprobleme, so wie es aussah. Sah nach Kühlmittel aus. Wir haben einen schönen M2CS Racing. Piccadilly Porsche. Und da haben wir ihn, den neuen 911 GT3, quasi den neuen Grello. Ja, wird Bindemittel verteilt von dem KTM, der vorhin was verloren hatte. Da fährt der Sven. Lass krachen hier. Das Auto muss heute auf Podium fahren. Schön. Jetzt geht's ab auf die Nordschleife an der T13 vorbei und rein in den Hatzenbach. Zack und ab. Für uns geht es jetzt hier ab zur Abnahme. Die VLN oder NLS, die läuft gerade aktuell noch, sind in den letzten Zügen. Viertelstündchen noch Renndauer. Ja, und dann jetzt geht es für uns zur Graf-Ulrich-Halle. Technische Abnahme. Ja, haben wir auch noch einen schönen. Ja, dann schauen wir mal, wer schon alles da vor Ort ist. Ne? Ralf führt das Fahrzeug vor. Mit ganz viel Glück kommen die heute auch durch. Ne? Also wenn der Organisator schon bei der Abnahme daneben steht, da sieht es böse aus. Hier, ne? Ja, ist auch gut so, ja. Ja, und schaut euch mal an, was da los ist da hinten. Gucken wir mal ein bisschen in die Größe, wie groß die Schlange hier ist. Da stehen immer noch einige Autos. Da sehe ich auch von Patrick den Nissan. Ja, insofern gut was los hier heute, ne? Ja. Und hier vorne. Ja, scheint ja glatt gelaufen zu sein.
dann haben wir ja auch mal ein bisschen Zeit, jetzt hier uns die Fahrzeuge mal anzuschauen, die hier morgen so an den Start gehen. Da gibt es ja unter anderem auch echt ganz schicke Geräte bei. Ja, Renault Alpine ist auch mal was Neues hier im Starterfeld. Ne? Ja, nachdem die Aufnahmen jetzt beim letzten Lauf ja wirklich ein bisschen knapp waren, 968 CS ist natürlich auch hier ein schickes Ding. Ja, will ich euch jetzt mal ein bisschen mehr Aufnahmen hier gönnen. Ne? Und ja, guckt euch das mal an. Tolles Auto hier, ne? Ja. Ja. Schön, schön. Ja, Käfig drin, gleich in Wagenfarbe lackierter Käfig. Die Tür, die ist 15 Kilo leichter als wie eine Serientür. Ja, ein echter CS, wie gesagt. Türverkleidung hier in Carbon, ein echtes Traumauto, muss man einfach sagen. Ja, Scheiben alle aus Kunststoff hier. Ja, einfach. Auch das ist Kunststoff. Ja, ja. Nur die Beifahrerseite ist Glas. Ja, schön. Ja, weil wir da Kurbel haben und die Kurbel, wenn man Kurbel hat, muss die Scheibe stabil sein. Ja, klar. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg morgen und viel Spaß vor allen Dingen. Ja, ne? hoffen wir es. Ja, sollte schon glatt laufen. Spaß haben wir auf alle Fälle. Ja, besseres Wetter gibt es auch nicht als Prognose. Von daher, ja, viel Spaß morgen. Ne? Ja, die Reifen müssen wir auf Temperatur kriegen. Ne? So, was fahren Sie? Das ist welcher Reifen? Dunlop, die Retzer. Ne? Ja. Ja, gut, der braucht ein bisschen Temperatur und dann geht es richtig vorwärts. Dann geht's vorwärts. Ja. Ja, dann sehen wir uns morgen. Viel Spaß. Danke, gleichfalls. Danke. Ja, Startnummer 407, wie gesagt. Schönes Ding. Sowas hat ja auch hier absolut eine Daseinsberechtigung. Ne? Clio RS, immer cooles Auto, wie gesagt. Ja, dann haben wir hier einen weiteren Exoten. Renault Alpine V6. Und damals war das ja V6 Turbo. Wenn der Markus das Video sieht, dann geht ihm schon noch ein Herz auf. Wir haben ja letztens noch mal einen davon in der Halle gehabt. Ja, schönes Ding. Und wird selber vorbereitet für den Lauf von morgen. Da sind wir mal gespannt, was morgen abgeht. Ob wir dann so Kaiserwetter haben wie jetzt. Und auch wenn er vielleicht preislich nicht ganz in die Range der zwei Fahrzeuge jetzt zuvor passt, also Exot ist das ja auch definitiv, ne? Ja, wo haben wir denn den Patrick hier? Ist er noch bei der Dokumentenabnahme? Fakt ist, die wollen, glaube ich, morgen nochmal abliefern. Und ja, nicht so viel Pech haben wie im letzten Lauf. Wer das letzte Video gesehen hat zu GRP5, da habe ich mal erklärt, was denen passiert ist. Ja, insofern schon mal viel Glück von mir aus hier und auf ein besseres Ergebnis für morgen. Dann damit einen wunderschönen guten Morgen. Kerstin ist startklar. Wir haben 7.57 Uhr. Die anderen Teilnehmer hier sind jetzt auch im Vorstart, machen sich fertig. Neben uns haben wir den Mike. Der fährt heute das erste Mal hier mit. Und ja, hat sonst einschlägige Erfahrungen. NLS, RCN jahrelang mit dem Auto gefahren. Und heute geht es dann halt mal in der GLP los, zusammen mit seinem Sohn. Das erste Mal, ja. Wird auf jeden Fall schön und die kämpfen ja alle ein bisschen mit den niedrigen Temperaturen. Also Kerstin, so ganz umsonst war das doch nicht, dass der hier bei 11 Grad beheizt drin stand, ne? Ja, so. Jetzt gleiches Start. Heute, wie gesagt, spezielle Variante. NLS-Variante heißt Kurzanbindung Grand Prix Course dazu und das wird auch mal ein bisschen was Neues werden. Bist du auch ein bisschen aufgeregt deswegen? Ja, weil ich ja noch nicht gefahren bin. Ja, das machen wir gleich schon, ist kein Problem. Ja, Wetter sieht bestens aus, wie wir es gestern hatten hier. Sonnenaufgang am Nürburgring, wie man da hinten sieht. Ist also echt, ja, ein schönes Flair jetzt. Ja, vor uns haben wir Christian am Steuer und Stefan daneben im Clio RS. Startnummer 91. Ja, wir fahren heute in einer Mannschaftswertung mit. Da ist unter anderem, wie gesagt, die besagte 91 vor uns dabei. Wir logischerweise, also Kerstin und ich. Dann haben wir den Markus und den Ralf in der 221 dabei im Opel Astra Turbo Coupé. Dann haben wir einmal die 184 dabei von RD Motorsport. Und dann haben wir einmal die 299 dabei, auch noch ein Clio RS, Julian und Chris.
Ja, dann schauen wir einmal, ob wir heute da ein bisschen was reißen können. Ne? So, und jetzt schauen wir uns mal an, wo genau hier der Messpunkt ist. Ich nehme an, dass es auch am Häuschen ist, da wo die reguläre Startziellinie ist. Ja, die 299 haben wir schon vor uns. Was sagst du, Kerstin? Ja, die steht da nur in einem Bademäntelchen. Ach so, am Hotel hier in Dorinth. Ja, schön. Und das bei 6 Grad. Ja, ja, dann reite ich mal hinter den Julian ein. Ja, also genau am Häuschen ist auch die Linie. Ach, und jetzt starten wir wie bei der RCN hier in 3 Reihen. Na, 2 Reihen, okay. Ja, da vorne haben wir auch den E92 Breitbau. Ist natürlich ein richtiges Gerät da hinten, ne? Also guckt euch mal den kleinen Flügel da an. Das ist schon nicht ohne da. Und dahinter seinen kleinen Bruder als Kompakt. Ja, das M3 Monster. So, und los. Ja, unser Lauf ist mitten im Gange. Wartezeit oder Wartezone ist hier. Vorsicht mit dem Rausfahren. Ja, Mini fährt raus. Das ist jetzt zum Ende ihrer dritten Runde. Jetzt fahren wir wieder unseren Haltepunkt an. Gut. Ja, und da fährt das Breitbaugerät vorbei. Die Grüns. Ja, dann schauen wir mal, dass wir jetzt etwas weniger Punkte herkriegen. Gerade ist etwas schief gelaufen. Wie viel Schuld habe ich denn? Komplett. Ja, wir geben uns jetzt Mühe, dass wir was besser hinkriegen. Also von 17.00 auf 16.58.69. Ja, nicht der Renner gerade gewesen. Und ab durch den Wippermann hoch nach Eschbach. Auslaufrunde bei Kerstin. Jetzt geht's ab hier ins Brünnchen. Da sind schon richtig viele Wohnmobile und Zuschauer auch. So, und rein hier. Seht mal, was da schon los ist. Schon richtig was gebacken hier. Campingplatz ist voll. Vor uns haben wir von Fragstein zwei Autos vor uns, wieder mit dem Ford Puma. Und gleich geht es dann in den Grand Prix Kurs rein zum Fahrerwechsel. Und dieses Mal andersrum, zuerst auftanken, dann Fahrerwechsel. Pflanzgarten 1. Machen wir jetzt ein bisschen langsamer hier in der Auslaufrunde. Ja, zu unseren Rundenzeiten, was sind wir gefahren? 17.00.87 war die Setzzeit. Und dann leider zweimal 16.58, 8 und 6. Das heißt, wir haben uns schon etwa 40 Fehlerpunkte eingesammelt. Ja, müssen wir mal gucken, ob beim zweiten Durchlauf etwas besser durchkommen. Ja, aber das ist ja auch nicht alles. Wir haben ja Fahrspaß hier. Grip ist da, Strecke ist schön trocken, auch wenn es Temperaturdifferenzen gibt, teilweise 8, 9 Grad, teilweise nur 3 Grad bei der hohen 8. Breitscheid ist kalt, Karussell ist alles kalt, wie gesagt, da sind wirklich Temperaturunterschiede von 5 Grad und das ist ja doch Wahnsinn hier. Ne? Ambiente für die Jahreszeit hier, goldener Herbst, natürlich voll geil. So, dann setze gleich mal einen Blinker, ne? Gang. Und dann ist hier 60 gleich, ne? Ja. So,
So, in Box 4 bis 9 wird jetzt aufgetankt. Da müssen wir uns jetzt anstellen. Und danach machen wir einen Fahrerwechsel. Ne? Müssen wir uns hier anstellen? Ja, da er weist dich ein. Du kannst auch ein bisschen weiter vor. Hier? Ja, müssen wir jetzt mal gucken. Fahr hier hinter. So, warte, bleib hier stehen. Ausfahrt Boxengasse am Grand Prix Kurs. Jetzt geht's auf in den zweiten Stint. Guck mal, was hier los ist. Da steht der Renault Alpine von gestern. So, Markus ist hinter uns. Und Attacke. Ja, wunderbar. Markus und Ralf haben es auch gut gemeistert. Wir sind eigentlich immer zusammen über die Ziellinie gefahren. Und dann hat man dann nochmal richtig mit dem Wetter eigentlich ein schöner Lauf. Ja, der zweite Durchlauf war jetzt eine ganze Ecke besser. Kann an der guten Zeit nachliegen oder an meinem guten Gasfuß. Aber das diskutieren wir noch heute nicht mehr aus. Heute gibt es nur noch Currywurst. Ja, und damit herzlich willkommen zur Nachbereitung des Laufes, den ihr gerade gesehen habt.
Ja, Ergebnis war jetzt hier nicht der Oberkracher, 77. Gesamtplatz. Wir hatten 61 Fehlerpunkte, resultieren aus 20,8 bei Kerstins Erster. Da hatte ich 22 Punkte gerechnet, also bin ich im Handstoppen jetzt echt nicht so weit weg, eine Zehntelsekunde. Und beim Zweiten hatte ich 20 Fehlerpunkte gerechnet, haben wir 20,2. Also passt das relativ eindeutig, 41 Fehlerpunkte. Das war keine Meisterleistung, das weiß ich auch selbst. Insofern, da war ich schon ein bisschen geplättet, da war der Lauf eigentlich schon für einen Eimer. Dann sind wir in die Box, Auslaufrunde, Boxenstopp, Auftanken, Einlaufrunde von mir, 40,08. Das ist, spielt aber gar keine Rolle hier in der Wertung. Ja, und dann ging das Drama erneut los mit Kerstin an dem Tag, muss ich sagen. Setzzeit hatte sie gestoppt, eine Handstoppuhr 15.000, also eine glatte 15er Zeit. Ich bin dann gefahren 14.59.82, habe mir gedacht, ja geil, sind nur 1,8 Fehlerpunkte. Und beim nächsten Mal 15.004, ja auch nur 4 Fehlerpunkte. Das ist aber ziemlich doof, wenn dann die Setzzeit nicht 15.00 ist, sondern 15.011. Also dann hat man schon wieder 20 Fehlerpunkte zusammen. Also an dem Wochenende lief es nicht so richtig gut. Es war auch ein bisschen schwierig für sie, die Linie zu finden am Grand Prix-Kurs. Dass da eine Pylone stand, hat sie erst nachher gesehen, als sie auf dem Beifahrersitz war. Und dann kommen hier schon mal richtig Punkte zusammen. Also 2,1 Sekunden und hier 2,2 Sekunden, sage ich mal. Die sind wir sonst nie daneben. Nicht mal beim allerersten Lauf, den wir jemals gefahren sind. Insofern leider 61 Punkte und nur Platz 77. Meine Kollegen, wie gesagt, die hat es aber auch nicht viel besser getroffen. Der Stefan und Christian, die sind auf 84 mit 73 Punkten. Gut, sind immer noch Rookies, die legen jetzt dieses Jahr erstmal los. Markus war etwas besser, glaube ich, mit Ralf. Wo haben wir sie? Platz 66 mit 40 Fehlerpunkten. Da sieht man auch mal, wie viel Spanne da drin ist, ne? Also das sind ja über 20 Punkte Differenz und gar nicht so viele Plätze. Und oben wird es halt dann eng. Lukas und Mike Schwenk, nochmal zur Erinnerung, die bei uns in der Vorstart daneben standen, mit dem 325i E36, 40,1, das ist okay, gerade für Neulinge, ist natürlich nichts, wie gesagt, Platz 64, um da vorne mitzufahren. Es hilft uns echt für die Jahreswertung, wo wir jetzt nochmal einen rausholen wollten, so gar nicht. So, und dann haben wir die ersten Pokalränge gehabt, Platz 38, Julian Best und Christopher Ertel. 20,5 Fehlerpunkte, das ist kein Mega-Ergebnis, aber auf jeden Fall kein Scheiß-Ergebnis. Ja, und das ist so ein Durchlauf-Ergebnis, sage ich jetzt einfach mal. Patrick Gierlich, ihr hattet den auch im Einspieler vorhin gesehen, 20,4 auch nicht das Hammer-Ergebnis. Irgendwie haben wir uns alle verkackt hier ein bisschen mit dem Grand Prix-Kurs an dem Wochenende. Ja, insofern hat es uns für die Meisterschaftswertung jetzt nicht so wahnsinnig viel geholfen. Wir sind eher nach hinten gerutscht aktuell. Und schauen wir doch mal, Tabellenstand RCN GLP. Wir waren vorher Platz 20, dann sind wir im Lauf davor auf Platz 29 runtergerutscht. Und jetzt sind wir auf Platz, 37 in der Meisterschaft runtergerutscht dadurch. Ich meine, ein Streichergebnis gibt es, das wird dann dieses hier sein vom jetzigen Lauf. Ist aber trotzdem voll ärgerlich. Ja, Julian und Christopher, die sind direkt dahinter. Auch nicht knapp davon weg, ganz knapp hier die beiden Ergebnisse. Ja, aber ist halt scheiße. Also eigentlich, wir wollten unter die Top 20 kommen dieses Jahr, Kerstin und ich. Naja, es bleibt noch ein Lauf aus. Wir sehen, was noch zu machen ist. Ich bedanke mich schon mal für das Schauen des Videos. Und ihr seht beim nächsten Video mal ein bisschen was von unserem neuen Betrieb hier und auch ein bisschen Touristenfahrten-Action. Macht's gut. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Liken des Videos, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, abonniert den Kanal. Es gibt noch einen Lauf bei uns hier. Das wird dann der 28. Oktober sein, die sogenannte Klingen-Trophy im Rahmen des RCN 3-Stunden-Rennens. Ja, insofern bleibt gespannt, noch ist nicht aller Tage Abend.